Sag mal, ich wollte schon immer mal wissen, warum Ostern für euch Ministranten so was Besonderes ist und was genau diese Zeit für euch so ereignisreich macht. Das ist eine interessante Frage, die wir dir gerne beantworten. Dieses Jahr feiern wir Ostern etwas anders. Wir haben einen exklusiven Einblick uns überlegt. Das hört sich toll an. Kannst du mir da ein bisschen mehr drüber erzählen? Ja klar, denn so einen Einblick wirst du nicht so schnell mehr vergessen. Jedes Jahr beginnt Ostern für unseren Gründonnerstag, wenn wir alle gemeinsam in den Wald gehen und dort Immergrün sammeln. Das Immergrün binden wir dann in kleine Büschel zusammen und binden das an die Osterkörbe. Und warum genau wird Immergrün verwendet? Immergrün, wie der Name schon sagt, ist immergrün und somit ein Symbol für Hoffnung und Leben und das ist dann wiederum ein Symbol für Ostern und die Auferstehung. Und am Abend ist dann die Messe vom letzten Abendmahl. Und danach sind die Ministranten noch in der Kirche und halten bis zum Morgen die ewige Anbetung. Am Karfreitag müssen wir alle früh aufstehen, denn wir treffen uns morgens um 5 Uhr morgens an der Kapelle und Rätschen zusammen, da die Kirchenglocken ja nicht läuten. Ah, stimmt. Und was genau sind die nochmal? Schau mal hier. Die Glocken müssen schweigen, drum geben wir das Zeichen. Kreuzweg und mittags ist die Kreuzverehrung. Am Kar-Samstag heißt es dann zum wiederholten Male, dass wir rätschen, denn auch am Samstag läuten die Glocken nicht. Und wann startet ihr dann eure Aktion mit dem Osterkorb? Um 8:30 Uhr treffen wir uns alle im Pfarrsaal. Dann tun wir die Körbe, die wir am Gründonnerstag gebunden haben, noch mit schönen bunten Bändern verzieren. Und dann geht's auch los. Mit dieser Aktion sammeln wir Spenden für unsere Jugendarbeit und bringen den Leuten Glück ins Haus. Wir haben gedient am Heiligen Grab. Schenkt uns eine gute Gab. Nicht zu groß, nicht zu klein. Sodass wir können zufrieden sein. Glück ins Haus. Osterei raus. Am Abend ist dann noch die Osternacht. Und die beginnt immer traditionell mit dem Entzünden vom Osterfeuer, an dem dann die neue Osterkerze entzündet wird. Die Osternacht ist für uns der wichtigste Gottesdienst im Kirchenjahr und deshalb sind wir da immer alle vollzählig. Wow, ihr seid aber ganz schön beschäftigt. Großes Lob an euch. Kann man euch eigentlich irgendwie unterstützen, jetzt wo der Osterkorb ausfällt? Da sprichst du eine ganz wichtige Sache an. Wir Ministranten würden uns riesig darüber freuen, wenn Sie eine kleine Spende auf unser Konto überweisen oder im Pfarrbüro einen Brief einwerfen mit dem Vermerk Osterkorb und der kleinen Spende. Wir bedanken uns dafür und wünschen Ihnen frohe Ostern.